Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Loverbox von Taylor Swift. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lover von Taylor Swift, das Ganze am 23. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Aufkleber, einen Sticker auf der Folie, den wir uns kurz ansehen. Und zwar wird uns hier der Boxinhalt mitgeteilt. Also diese Box includes CD plus 2 Songwriting Voice Memos, also so zwei Sprachaufnahmen, zwei Audioaufnahmen von den Songwriting Sessions oder von dem Songwriting, eine Tote Bag, das ist sowas wie eine Tragetasche, eine Stofftasche, Phone Stand by Pop Sockets, also einfach so ein Handyaufsteller von Pop Sockets, 4 Art Cards, das sind so Aufdrucke, so wie so kleine Postkarten, und ein Tattoo Sheet, also ein Tattoobogen. Gut, nachdem wir diesen Sticker und diese Dolmetscher-Angelegenheit erfolgreich hinter uns gebracht haben, werden wir mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Also wir haben hier die Interpretin abgebildet, Taylor Swift, mit einem aufgeklebten Glitzerherz um ihr rechtes Auge. Hier oben lesen wir dann auch in dieser Glitzeroptik Lover. Dann haben wir hier rosa Wolken, die an einem blauen Himmel hängen. Ansonsten alles in rosa, blau und gelb gehalten. Auf der rechten Seite lesen wir nochmal den Albumtitel. Oben gibt es dann wieder Himmel, links ebenso Himmel und Wolken plus Albumtitel. Auf der Rückseite haben wir auch nochmal die gute Dame. Dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks plus eben, 18 Tracks plus eben diese zwei Bonus Voice Memos. Und bei den 18 Tracks haben wir dann auch Features. Einmal hier von Brandon Urie und einmal hier von Dixie Chicks. Also das sind die zwei Features hier auf den 18 Tracks. Und dann haben wir hier noch diese zwei Bonus-Tracks. Okay, also das sind hier so Piano-Vocal-Tracks. Also ich schätze mal, dass sie dann wahrscheinlich am Klavier sitzt oder am Klavier begleitet wird und damit dabei dann singt. Dann haben wir noch die Infos zum Album. Executive Producer, Producers, Mixed by. Okay, und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist hier abzunehmen. Also der Boxdeckel ist nicht zu klappen, sondern der geht komplett ab. Von innen hier auch in diesem rosa-blau. Dann haben wir hier einmal den Popsocket, einen Stoffbeutel. Das dürfte dann wohl ein Briefkuvert sein. Und natürlich das Album an sich. So, das Album hat hier in diesem Einleger Platz gefunden. Den kann man dann natürlich rausnehmen. Ist aus Papier, aus Karton. Dann packen wir die Box mal wieder zusammen und zur Seite. Und nachdem hier wirklich nur das Album in Folie ist, werden wir dieses hier mal rausschneiden. Und so sieht das dann aus. Also das Cover ident mit dem Boxcover. Das Ganze kommt in einem Jewel Case. Auf der Seite hier nichts zu lesen. Hier lesen wir Lover. Und auf der Rückseite haben wir nochmals die Tracklist, die wir ohnehin schon vom Box-Design kennen. Okay. Barcode und Credits hier auch wieder mit dabei. Hierzu gibt es etwas zu sagen. Und zwar, es ist ja das 7. Album von Taylor Swift. Und es ist auch das erste Album hier über Republic Records. Denn die ersten 6 Alben sind über Big Machine Records erschienen. Also es ist das erste Album von Taylor Swift in der neuen Labelheimat. Wir kommen zum Booklet. Das sieht so aus. Als erstes haben wir hier ein umfangreiches Vorwort, natürlich auf Englisch. Also so eine Widmung, so ein Einstiegsworte von Taylor Swift.
Dann haben wir die einzelnen Tracks mit den Lyrics und natürlich den Infos, wer daran beteiligt war. So sieht das aus. Also jeder Track hat hier eine eigene Seite. Ja, also das ist echt mal ein sehr umfangreiches Booklet ohne Ende Lyrics und Infos zu den einzelnen Tracks. 18 Stück sind es ja. Genau, es endet auch hier wirklich mit der letzten Seite. Und zum Abschluss nochmal ein Foto von der Interpretin. Dann packen wir das Booklet wieder rein und kommen zur Album-CD. Die sieht so aus, in Silber gehalten und auch hier wieder rosa-blaue Wolken zu sehen. Und oben lesen wir dann wieder Lover, allerdings hier nicht in Glitzerschrift. Und auf der Rückseite auch wieder rosa-blau. Und hier lesen wir Meet Me in the Afterglow. Okay. So, genug mit dem Album. Wir haben dann auch noch die Tote Bag. Also diesen Stoffbeutel hier, diese Tragetasche. Die ist in diesem klassischen Beige-Ton gehalten, wie die meisten Tragetaschen sind. Und dann haben wir hier einen quadratischen Aufdruck des Albumcovers. Also hier komplett das Albumcover einmal mittig drauf gemacht. Die Rückseite ist blank in diesem Beige. Jetzt schauen wir nochmal kurz hinein. Wir haben hier wahrscheinlich irgendwo einen Zettel, oder? Nein, sieht nicht so aus. Nein. Also, keine Infos zur Herstellung oder zum Material. Kann ich euch jetzt leider nicht sagen, wo das Ganze produziert wird oder mit was für Material wir es hier zu tun haben. Aber ja, fühlt sich an wie eine etwas steifere Stofftasche. Kann man zum Einkaufen verwenden oder wenn man noch zur Schule geht, seine Schulbücher, seine Schulsachen damit befördern. Okay, genug zur Tasche. Dann haben wir einen Popsocket. Also Popsockets, die sind ja bekannt für diese Handy-Accessoires, für diese Handy-Aufsteller. Popsockets, Phone Grip und Stand lesen wir hier. Also ein Griff fürs Handy und Aufsteller in einem. Hier lesen wir iPhone X und iPhone 8 Users Look Inside. Okay. Also hier auf der Rückseite wird uns beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Verstehe. Den kann man dann hier entsprechend aus diesem Karton hier dann rauslösen und sich dann genau noch das hier in der Innenseite durchlesen. Ja, das erspare ich euch an dieser Stelle, diese technischen Details. Ich glaube kaum, dass die von Interesse sind. Vielleicht noch ganz kurz was zum Popsocket. Der sieht so aus, also in rosa-blau wieder hier diese Wolkenoptik. Lover lesen wir hier und auf der Rückseite ist er hier so blau. Das liegt daran, dass das hier natürlich dann zum Abziehen ist, dieser Sticker. Und dann zum Aufkleben aufs Handy. Und dann haben wir noch ein quadratisches Briefkuvert, das schon geöffnet ist. Und hier haben wir die letzten Boxinhalte drin, in diesem schönen Kuvert. Und zwar haben wir hier einmal diese Prints, diese vier Fotokarten. Also sie sind nicht wie erwartet im Postkartenformat, sondern quadratisch. Einmal diesen hier, Taylor Swift mit vielen bunten Sternen. So sieht das aus. Dann haben wir diesen hier in malerischer Landschaft. Dann hier mit Sonnenblume vor dem Auge. Und einmal an einem Baum stehend. Also vier farbenfrohe Fotokarten, allesamt quadratisch. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier einen Tattoobogen. Der kommt auch in Folie. Und hier haben wir diverse Motive. Wenn ich richtig zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück an der Zahl. Okay, also hier lesen wir unter anderem Calm Down. Das war ja ein Lied von ihr. Und You Need to Calm Down, genau. Und auf der Rückseite dann natürlich nochmal im Detail erklärt, wie das funktioniert mit diesen temporären Tattoos. Jawohl. Das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Tattoo-Bogen mit den 6 verschiedenen Motiven. Dann diese 4 farbenfrohen Postkarten
im quadratischen Format. Die kommen in diesem Briefumschlag, ebenfalls quadratisch. Dann dieser Popsocket für euer Handy im Lover Design. Dieser Stoffbeutel ebenfalls im Coverdesign des Albums. Sowie natürlich das Album an sich mit 18 Tracks plus diese zwei extra Audioaufnahmen der Songwriting Sessions. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren Box Lover von Taylor Swift. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Taylor Swift unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.